Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Arigato. Heute fahren wir nach Remont, also in ein Outlet. Ich hoffe, groß mein Kopf neben dir ist. Ich freue mich irgendwie voll auf diesen Vlog, weil... Ja, Mann. Wir haben lange nicht mehr irgendwie so einen normalen Köln-Alltag-Vlog, ne? Ja, also heute gehen wir nach Holland, bisschen shoppen. Und heute Abend treffen wir uns mit Fabi und Laura. Und jetzt machen wir uns ready. Ich nehme euch mit beim Schminken, oder? Ich habe mir eine neue Jacke bestellt, die will ich heute anziehen. Das ist so eine kurze braune Oversize-Lederjacke. Duli, du, ich glaube, die würde dir sogar von den Schultern her passen, weil die so oversized ist. Weil ich breit bin. Boah, die passt vom Boden. Ja, ja, mein Gott. Wie lang wäre das? Oh mein Gott. Leute, ich bin ready. Das ist die neue Lederjacke, die ich habe. I really like. Die ist von Princess Polly. Mein T-Shirt ist von Brandy Melville und die Hose ist von Naked. Ach, jetzt fahren wir los. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Welcome, 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 welcome. Hadi, wir haben den lang nicht mehr gebracht, Sarah. Chicken and macaroni, chilling with my homies. Chicken wing, chicken wing. Oh. Der Ayran. Hey, nimm. Komm, ich mach das hier. Kannst du dahinter nennen? Chicken Wing! Natürlich mit dem. Ah, Leute, Drake hat ein neues Album rausgebracht. Hören wir es mir direkt an, oder? So, Leute. Heute geht's nach Remont. See ya, bitches! Wir sind jetzt angekommen. Auf jeden Fall einmal ein kleiner Outfit-Check. Ich habe dir schon mein Outfit gezeigt. Aber von mir ist noch was anderes. Schau mal, Sarah, hast du es langsam gelernt? Ich mache meinen Outfit-Check. Mach von mir einen. Komm. Komm. Komm jetzt. Nimm noch mal. Nein. Ich mache heute so ein Bild. Wir sind jetzt da. Sehr schön, wirklich. Also, ich muss sagen. Ich frage mich gerade, ob ich mir was von Starbucks holen will. Ja, komm. Also, mal schauen, was wir jetzt, in was für Läden hier reingehen. Aber Nike ist safe. Ich habe heute gehört von einem Freund, der meinte, Nike ist eine krasse Schlange immer. Boah, das fuckt mich jetzt schon ab, aber ich muss da rein. Wisst ihr, was ich meine? Leute, Doli eskaliert hier richtig im Diesel. Die sieht schon cool aus. Irgendwie hat es was. Ich finde, die sehen schon cool aus. Okay. Zeig mal. Leute, wir haben. Monarch. Das sind halt so wie die. Wie heißen die anderen nochmal Shirts? New Balance, die New so Balance, in sind. Ja. Überbelichtet, ihr seht es nicht so gut. Aber. Die sehen schon krass aus. Leute, er hat sich die Schuhe geholt. Ich konnte nicht widerstehen. Leute, kennt ihr noch von 101 Dalmatina? Diese Hexe da, diese Frau? Sieht nicht aus, Schatz. Leute, wir sind gerade im Ackladen und ich hasse Ack, ihr wisst das. Aber die sehen eigentlich cool aus, weil die ein bisschen schmaler sind. Ich denke, das sind so neue Versionen. Leute, wo wir damals hergekommen sind, war das einfach nicht halb so schön. Es ist, was habe ich dir gesagt wegen Jacke? Ich wusste, dass dir warm wird. Ich mache dir nicht in die Tasche. Du hast gesagt, wir können sie dann später in eine Tüte tun. Nein. Hä? Das wird echt eng. Ach du die. Danke. Leute,
der ist komplett eskaliert. Der hat den ganzen Dieselladen leer gekauft. Ja, okay. Wir laufen noch rum. Aber ich überlege, weil ich mich auch was gefreut habe, dass wir in Köln nicht direkt nach Hause fahren, sondern kurz zu Zara. Oder gehen wir noch in einen schönen Laden, wo du was finden kannst vielleicht? Ich werde hier nichts mehr finden. Ich finde voll selten hier was. Und Leute, wir werden euch auf jeden Fall, wenn wir zu Hause sind, was sagt man dazu? Hol. Ein Hol zeigen. Unser Brot ist da. Wir lieben einfach Brotaufstrich und so. Die sind glücklich. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Leute, ich finde das richtig cool. Das ist einfach Parmesan in einem Streuer. Das habe ich noch nie gesehen. Hey, was ist das? Das ist, als wäre da Limette drin. Probier mal. War lecker. Aber es ist, als wäre da Limette drin, ne? Nein. Wir sind jetzt fertig mit Shoppen. Besser gesagt, ich bin fertig mit Shoppen. Sarah hat ganz gekauft. Warum hast du nichts gekauft? Ich habe nichts gefunden. Es tut mir leid, aber wir gehen jetzt ins Zara in Köln. Da findet Sarah safe was. So, wir kommen in Köln. You need some Cologne? Es kam gerade ein Knoblauchgeruch so in mein Gesicht. Und bist du glücklich mit dem, was du gekauft hast? Hm? Mhm. Machen wir einen kleinen Haul? Ja. Hello everybody! Auf dem Weg nach Hause. Ich bin eine Maus. Das ist eine. Cow. Warte, jetzt musst du rappen. Du hast nicht mal ein Beat. Die macht einfach kreuz und quer, wie soll ich da rappen? Okay, warte. Ich komme hierher, du bist ein Opfer. Wir fahren mit dem Auto jetzt zu nach Hause. Also wir haben meinen Eltern jetzt Essen geholt. Wir bringen denen das jetzt vorbei und dann gehen wir wieder raus. Weil dann treffen wir uns mit Fabio. Fabio. Hey. Hey! Wo ist das für dich knapp? In Frankreich ist das. Passt da noch ein Auto rein? Shit, oh. Und? Romantisch. Nicht so. Leute, wir essen jetzt. Wir sind übrigens bei ES.3. Hier ist auch alles halal. Der Chicken schmeckt echt lecker. Ja? Ich muss hier? Ich warte auf die Pommes. Probier einmal. Leute, wir waren zum Kaffee, ein bisschen gesessen. Echt, mit wem? Haben ein bisschen gequatscht. Über unsere Probleme, die wir haben. Immer dankbar sein. Immer dankbar sein. Ganz genau. So Leute, Abschied nehmen. Willst du einen kleinen Kuss geben? Dann machen wir du immer aufessen. Ja, Hahn. Ich habe gedacht, das ist abgefallen. Oh oh. Ich will Sack, Entschuldigung. Was hast du gemacht? Ich hab so gemacht. Warum machst du das immer? Sag Entschuldigung! Was? Du bist wie ein Frosch. Laura ist in Kacke getreten. Oh nein, das stinkt. Boah. Heute war ein schöner Tag, oder? Voll, ne? Hat voll Spaß gemacht. Guten Morgen, liebe Sorgen. Ah, Leute, Loli hat seine neuen Schuhe an. They look very nice. Very nice. Wir gehen jetzt was essen. Was Mexikanisches. Es ist 14 Uhr. Und dann kommen wir wieder nach Hause. Chillen ein bisschen und dann gehen wir heute Abend mit meiner Cousine wieder essen und ins Kino. Und ja, Doli sieht dann das erste Mal die Wohnung von meiner Cousine. Die ist so unglaublich schön, Leute. Erstmal hier. Die ist krass schön. Ich bin so gespannt auf seine Reaktion. Wir essen. Wie ist mein Scheißel? Snatched. Was? Snatched. Was ist snatched? Snatched. Was ist das? Sieht snatched aus. Mach die Kamera aus. Leute, wir sind gerade bei einem Mexikaner. Also der Laden heißt hier Casita Mexicana. Von wo kennst du den Laden? Mit meiner Cousine, mit der wir uns heute treffen. Ey, ich muss sagen, du siehst krass schön aus. Und schau, wie weiß ich mittlerweile die Liebe.
Leute. Ich habe jetzt... Tschüss! Ich habe jetzt meiner Mama das Essen gebracht. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen draußen spazieren und dann treffen wir uns mit meiner Cousine. Wir sind jetzt da. Oh, wartet, gerade das Golden Hour. Sieht so schön aus. Gehen wir... Wo wohnt sie? Welche Richtung? Das ist das erste Mal jetzt ihre Wohnung. Ja, Mann, hey Leute, ich freue mich so krass. Wir machen jetzt Welcome to my crib. Come on. So Leute, das ist das Wohnzimmer. Man sieht gar nicht, wie hoch die Decken sind. Warte. Also fast 4 Meter oder mehr als 4 Meter? 93. 4 Meter. Einfach. Das ist schon also krass schön hier. Man muss sagen, die Wohnung ist auch sehr schön eingerichtet. Also ich bin ehrlich, das ist so eine Traumwohnung eigentlich, ne? Voll. Wirklich eine richtige Traumwohnung. Also auf Bild, das ist so schön. Aber man sieht auf Bild gar nicht, wie krass das hier aussieht. Ja, ja, auch das Licht ist hier viel schöner und so. Sarah sagt auch, und so, dass ich nie einmischen, was wenn der Fall ist, wenn sie mal einen Heiratsantrag macht. Ich? Ja. Guck mal, zeig mal die Schränke. Du kannst ja von weitem zeigen, schau mal, wie hoch die sind. Ja. Das sind auch locker so 3,50. Man sieht es echt gar nicht auf der Kamera, wie hoch weißt die sind. Weißt du was? Wo weißt du das? Aus dem Kopf. Ich habe mir alles selber überlegt. Die Lampen, die hat schon auf einer Messe gesehen, mit meiner Mutter. Wir sind Thai essen, ich zeig euch jetzt den Laden, der sieht krass aus. Der sieht halt krass traditionell aus, ne? Ja, man sieht aber gerade nicht, wie krass der in echt aussieht. Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Das ist auch. Hast du die Suppe schon probiert? Nein, ich warte, ich sollte als erstes probieren, bitte, die krass schmecken. Oh, unnormal lecker. Krass. Oh, das ist sehr lecker. Oh mein Gott. Das warst du doch gerade. Ich hab deine Story. Die hat sich voll entschieden. Wir fahren jetzt ins Kino. Wir gucken jetzt The Purge. Ich bin richtig aufgeregt. Ich liebe alle Purge-Filme. Bleib einfach hinten sitzen. Was soll das? So, ab ins Kino würde ich mal sagen, ne? Wie war der Film? War gut. Was sagst du? Gut, ne? War diesmal ein bisschen anders als davor. Aber man muss schon sagen, ein richtig guter Film. So Leute, wir haben meine Cousine noch nach Hause gebracht, weil sie Angst hatte. Und jetzt gehen wir auch nach Hause. Morgen geht es für uns ja schon nach Nürnberg. Dann machen wir einen neuen Vlog. Nürnberg-Vlog. Ein Nürnberg-Vlog. Und ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar, ein Abo, weil wir sehen auch, dass viele unsere Videos schauen, aber nicht alle abonniert sind. Und ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche und wir haben euch ganz doll lieb. Wow.